Nein, meine Freunde, Fans, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Mike Vidal TV. Natürlich auch meine ganzen anderen Fans, die mich hier unterstützen auf meinem YouTube-Kanal, möchte ich auch herzlich grüßen und euch alle Danke sagen für eure Unterstützung. Und hier heute noch einmal Ausgabe 90, natürlich von Fandom. Wir bauen weiter am Kit, der Knight Rider, der Kult aus den 80er. Ich bin so ein bisschen kaputt von der Arbeit. Klar, nach dem Urlaub ist man wieder so ein bisschen wieder im Gange, aber trotzdem habe ich gedacht, ich mache heute noch mal ein Video für euch. Also Lutz, los geht's. Erstmal gucken wir uns das Heft an. Ist immer wieder schön, die sogenannten Bildszenen zu sehen aus der Serie. Ist immer schön gemacht. Auch immer in den klassischen Stil, in 80er hier die ganzen Farben, das Design vom Heft. Und hier montieren wir heute den linken hinteren Kotflügel. Vieles heute nicht, weil ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich habe jetzt nur noch drei Ausgaben, dann habe ich keine mehr. Ich habe die alle jetzt wieder 2 Stück verballert. Vielleicht kommt mir eine Info wieder, dass ich wieder weitere kriege. Aber erst wollen wir hier mal weitermachen. So. So, viel ist hier nicht drin. Natürlich müssen wir auf den kleinen Zug aufpassen. So. Ist wieder aus Metall. So soll es sein. Wir halten das mal ganz kurz mal dran, wie es aussehen wird, wenn es funktioniert. Ah, so. Das sieht schon mal ganz cool aus, ne? Freue ich mich, wenn wir es montieren. Aber jetzt montieren wir mal was anderes erstmal. So, was müssen wir machen? Nicht viel. Wir haben einmal dieses Teil hier. Genau, ich denke mal, das ist hier. Ja, das ist so ein Lüftungsgitter. Das wird mit den Schrauben BP befestigt. Verschraubt. Es geht langsam auf Weihnachten zu. Weihnachtsgeschäft. Ach, da ist das nur. Aber ich muss mal andere Licht anmachen, sonst sieht man nichts. So, nochmal Neustart. Ja, das Problem ist, ich habe so ein bisschen schwarz hier viel. Man sieht man die Schrauben nicht liegen. So, das haben wir einmal mal. Und jetzt kommt noch mal so ein kleines Nüppelding. Wo habe ich es hingetan? Ist mir auf den Boden gefallen. Das war klar. Dieses kleine Teil hier. Das ist, denke ich, ja, das kommt. Ja, das ist die Schließe für die Tür. Ah, man hört dann mal auf das Rumwackeln auf. Weltmischrauben GM befestigt. Naja, dann machen wir das mal. So, das war jetzt schon die Ausgabe. Mehr gibt es nicht im Heft mehr. Gut.
Dann wollen wir uns das nochmal angucken. So. Ja. Sieht schon cool aus, ne? Langsam bekommt er Form. So. Das war schon so ein Video zum Thema Knight Rider Kit von Phantom, Ausgabe 90. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben. Würde mich riesig freuen. Wenn ihr Kommentare, Fragen habt, könnt ihr reinschreiben. Danke für eure Kommentare auch. Ich habe gestern einen langen Kommentar bekommen. Habe ich mich auch darüber gefreut. Könnt alles verstehen. Wenn man über so eine Bausache so ein bisschen auch andere Meinungsverschiedenheiten hat, kann ich respektieren, kann ich verstehen. Aber natürlich auch möchte ich euch jetzt bedanken für eure Unterstützung bei den Abonnenten. Danke nochmal. Und wenn euch das Video auch gefallen haben solltet, dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Dann beende ich das Video. Bedanke ich mich, dass ihr reingeschaut habt. Euer Mike, immer am Start. Bis dann. Ciao.